Herr Schumacher, Spitzenspiel Sölling gegen Krötzingen in Söllingen, Derby, zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, unterm Strich müssen wir schon zufrieden sein. Klar, wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt, aber aufgrund von der zweiten Halbzeit denke ich, dass das Unentschieden verdient war und dementsprechend auch gerecht. Die erste Halbzeit unter Ihren Erwartungen, woran lag's? Ja, deutlich unter unsere Erwartungen bzw. auch unter meine Erwartungen. Ich weiß es nicht, war die Mannschaft noch ein bisschen gehemmt von letzte Woche, wo wir das Spiel verloren haben. Es hat auch ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gefehlt. Aber das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht durch einige Umstellungen. Und ich denke dann letztendlich auch verdient den Punkt noch geholt. In der zweiten Halbzeit war der Druck, der von Ihrer Mannschaft aufgebaut wurde, schon sehr stark. Wurmt es Sie, dass es nicht zum Sieg gereicht hat? Ja, aber dazu gehören halt zwei Halbzeiten und wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Und von daher, denke ich, müssen wir an der zweiten Halbzeit aufbauen und so die nächsten Spiele dann auch angehen, über 90 Minuten. Dann kommen auch wieder die Erfolgserlebnisse. Ihr Kapitän hat die Punktausbeute 2016 bemängelt. Sehen Sie das auch so? Ja gut, wenn man aufsteigen will, sollte man die Heimspiele gewinnen, aber man darf nicht so vermessen sein und sagen, wir spielen jetzt gegen die Tabelle 2. zu Hause und fegen die 4-5-0 aus dem Dammwaldstadion hier raus, sondern wir sind schon mit beiden Beinen auf dem Boden und wissen auch dementsprechend unsere Qualität einzuordnen. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Verletzte gegenüber von der Vorrunde und müssen das immer von Sonntag zu Sonntag kompensieren. Und das gelingt auch, aber wir werden auch wieder positive Ergebnisse haben in den nächsten Wochen. Was werden Sie demnächst am ärgsten angreifen? Ja, wir wollen jetzt nach Mutschelbach fahren, um dort den ersten Dreier dann in der Rückrunde zu holen. Das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz schweres Spiel, auch denke ich auf Kunststraße, ungewöhnliches Geläuf für uns. Aber wir fahren überall hin oder spielen auch zu Hause auf Sieg, egal gegen wen das wir spielen. Kann natürlich sein, dass Mutschelbach 2, je nachdem von der ersten Mannschaft, vielleicht wieder den einen oder anderen zubekommt. Schwere Aufgabe, aber wir gehen die positiv gestimmt an. Ich beglückwünsche Sie zunächst zur Vertragsverlängerung. Was hat Sie dazu bewogen, den Vertrag zu verlängern und wie bewerten Sie die Situation insgesamt? Ja gut, ich habe hier ein gutes Umfeld. Es lässt sich gut arbeiten, natürlich eine tolle Mannschaft um mich herum. Wir haben auch Erfolg und von daher gab es von meiner Seite auch nicht lang zu überlegen, ob ich hier meinen Vertrag verlängere oder auch nicht. Wenn man das große Bild betrachtet, was haben Sie mit der Mannschaft noch vor, diese Saison und auch vielleicht darüber hinaus? Ja, diese Saison ist zumindest mein Ziel und ich hoffe, das Ziel auch von der Mannschaft, den lang ersehnten Aufstieg endlich zu schaffen. Söllinger spielt da immer vorne mit, die ganze Jahre. Und dieses Jahr wollen wir jetzt dann endlich dann auch mal den ganz, ganz großen Schritt gemeinsam schaffen. Und darüber hinaus, was haben Sie vor mit der Mannschaft? Ja, das wird sich dann zeigen, was der Sommer bringt, was vielleicht dann auch vielleicht ein Zugänge noch zu der Mannschaft dazukommt. Aber bisher bin ich recht glücklich mit dem Potenzial, mit dem Spielerpotenzial, das mir zur Verfügung steht. Und jetzt schauen wir mal, dass wir diese Runde als Erster über die Ziellinie gehen und dann schauen wir, was in Zukunft kommt. Herr Schumacher, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke.